Hallo, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu diesen Aufnahmen. Ich darf Sie begrüßen im Namen des Familienforums Münster, einem Zusammenschluss von 8 Institutionen in Münster, die ich gerne einmal nennen möchte. Dazu muss ich aber auf meinen Spickzettel schauen, um alles ordentlich zu zitieren. Wir sind vertreten durch den Jugendamtselternbeirat der Stadt Münster, durch den Verband Bildung und Erziehung, durch den Verein Eltern helfen Eltern, durch den Familienbund der Katholiken im Bistum Münster, durch den Paritätischen Kreisverband Münster, die Münsteraner Tageseltern, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen. Mit diesen Einrichtungen haben wir uns zusammengeschlossen zum Familienforum und bereiten in Münster Themen vor, die die Familienpolitik betreffen. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Oberbürgermeisterkandidaten für die OB-Wahl 2015 eingeladen, uns zu einigen familienpolitischen Fragen Rede und Antwort zu stehen. Im Nachfolgenden können Sie die Interviews mit den verschiedenen Oberbürgermeisterkandidaten sehen. Sie sehen hier zunächst eine gekürzte Fassung und am Ende der Interviews gibt es einen Hinweis auf die Gesamtlänge der Interviews und da haben Sie dann die Möglichkeit, die Interviews in ihrer gesamten Länge betrachten zu können. Wir wünschen viel Spaß beim Schauen und für den einen oder anderen gibt das vielleicht den Ausschlag für seinen Kandidaten. Dankeschön. Die Kindertagespflege oder im Kindergartenbereich haben wir jetzt ganz aktuell vor uns stehen, möglicherweise wieder ab Mitte Oktober Streiks im Bereich der bei der Stadt bediensteten Erzieherinnen und Erzieher. Wie stehen Sie grundsätzlich zu den Forderungen der Streikenden? Also grundsätzlich kann ich das Anliegen verstehen, dass wir Betreuerinnen und Betreuer durch eine angemessene Bezahlung auch eine entsprechend angemessene Bewertung im gesellschaftlichen Ansehen dessen fordern und wünschen, was sie da tun. Denn das ist wirklich eine schwierige und eine verantwortungsvolle Aufgabe und bedarf gut ausgebildeter Personen, die sich dieser Aufgabe mit entsprechender Qualifikation und mit entsprechender Hingabe widmen. Auf der anderen Seite bitte ich auch um Verständnis dafür, dass die Stadt natürlich leider mit ihren finanziellen Mitteln begrenzt ist und insofern jetzt nicht utopische Gehälter bezahlen kann. Also es ist selbstverständlich, die Stadt wird das bezahlen, was der Tarifvertrag verlangt und der Streik ist sicherlich für die betroffenen Eltern eine Belastung, aber wir können auch als Stadt, als Kommune nicht deutlich über das hinausgehen, was im Moment der Tarifvertrag fordert. Sollte es zu weiteren Streikmaßnahmen kommen, wovon man im Moment ausgehen kann, ab Mitte Oktober steht die Stadt wieder vor dem Problem, dass natürlich Kinder irgendwie untergebracht werden müssen. Es hat ein Notfallprogramm gegeben in der Vergangenheit. Das ist aus Sicht der Eltern nicht besonders zufriedenstellend gewesen, insbesondere im Bereich der unter Dreijährigen, die insofern keine Betreuungsplätze da angeboten bekommen konnten. Wie sieht ein Notfallprogramm der Stadt aus oder wie kann ein Notfallprogramm der Stadt aussehen, um diesem entgegenzuwirken? Das Problem insgesamt wird sich durch die Stadt als öffentliche Hand sicherlich nicht lösen lassen, ohne ein dann tatsächlich übergreifendes ehrenamtliches Engagement. Das ist für alle Betroffenen sehr schwierig, aber da sehe ich wirklich keine Patentlösung. Aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt wieder Grundschüler wären, wie würden Sie sich eine solche Ganztagsbetreuung vorstellen nach dem Unterricht? Was hätten Sie dann gerne an Betreuung oder wie würde Ihr Tag als Schüler aussehen? Oh, da muss ich ein bisschen weit zurückdenken, denn meine Grundschulzeit, übrigens hieß das damals noch Volksschule, ist schon eine ganze Weile her. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre, sagen wir mal, in der dritten oder vierten Grundschulklasse und würde mich auf eine Ganztagsbetreuung einrichten, dann hätte ich gerne nach dem Unterricht eine angemessene Verpflegung. Ich hätte vielleicht auch gerne eine kurze Pause und dann im Nachhinein oder anschließend daran eine Betreuung, entweder wiederum durch die Lehrer oder durch
entsprechendes anderes Personal, die den Schülern, also mir, dann auch helfen würden, möglicherweise schon Schulaufgaben zu machen oder eine sportliche oder musische Betätigung ausüben zu können, um damit die Zeit dann auch sinnvoll zu nutzen. In einigen Ganztagsschulen haben wir in Münster das Problem, dass Räume nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Die Stadt hat in der letzten Zeit über veränderte Raumstandards beschlossen. Und im Ergebnis könnte dies bedeuten, dass in manchen Schulen weit über 20, 25 Kinder in einem einzigen Raum sind. Wie passt das so zu Ihrer Vorstellung, die ich jetzt nochmal aufgreifen möchte, dass sie angemessen betreut werden wollen in einer entsprechenden Umgebung? Ja, da weisen Sie zu Recht auf diesen offenkundigen oder auch zum scheinbaren oder offenkundigen Widerspruch hin. Also es hat durchaus hohe Priorität, auch für mich, dass wir Mittel dafür einsetzen, um die Schulgebäude, um die Schulen entsprechend auszustatten, gegebenenfalls umzubauen, anzubauen, damit wir für diese Zwecke auch die dementsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können. Können Sie mir 5 Aspekte nennen, die für Sie familienfreundliches Wohnen ausmachen würden? Also, ich versuche es mal, ob ich 5 Aspekte zusammenbekomme. Familienfreundliches Wohnen heißt für mich in erster Linie, dass tatsächlich auch Familien zusammen wohnen können, in einer Wohnung, in einem Haus. Familienfreundliches Wohnen heißt also erstens angemessen große Wohnmöglichkeiten, egal ob in einer Mietwohnung, in einem Einfamilienhaus, in einem Mehrfamilienhaus, wie auch immer. Familienfreundliches Wohnen heißt auch, dass die Wohnung bezahlbar bleiben muss, egal auch wiederum, ob Mietwohnung oder Eigentum. Das wiederum setzt voraus, dass wir entsprechende Grundstücke auch bekommen können, seitens der Stadt oder seitens der Stadt zur Verfügung stellen können, dass da so kostengünstig gebaut wird, dass das eben hinterher noch bezahlbar bleibt. Familienfreundliches Wohnen heißt auch, vielleicht ein entsprechender Garten oder eine Umgebung, wo Kinder sich wohlfühlen und auch ohne großes Risiko auch mal auf der Straße rumlaufen können. Und familienfreundliches Wohnen heißt für mich auch eine entsprechend familienfreundliche Nachbarschaft. Ich weiß nicht, waren das jetzt 5? Ich habe nicht mitgezählt. Unsere Themen sind heute familienpolitische Themen. Wir wollen gleich einsteigen in den Bereich der Tagespflege. Wir haben laut Kinderbildungsgesetz eine Gleichwertigkeit von Kindertagespflege und Kindergärten. Wie sehen Sie diese Gleichwertigkeit? Sehen Sie diese Gleichwertigkeit in den münsterischen Einrichtungen im Vergleich eben Kindertagespflege, Kindergarten? Ich sehe die schon. Es ist natürlich auch die Wahl der Eltern, wo sie ihre Kinder zur Betreuung hinschicken. Ich bin sehr erfreut darüber, dass wir eine sehr ausgeprägte Tagespflegestruktur haben. Wir haben ein breit gefächertes Betreuungsangebot und immerhin betreuen die Tagesmütter rund 1250 Kinder und von denen sind 1100 unter 3 Jahren. Das ist etwas, was ich immer sehr gern sehe und was vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so oft sichtbar wird, denn häufig sprechen wir über die Tageseinrichtung für Kinder, wo auch eine Menge geleistet wird und wo auch hervorragende Angebote da sind. Aber wir würden die Herausforderungen, die wir als Stadt haben, als wachsende Stadt haben, die auch dem Anspruch Genüge tut, dem Rechtsanspruch für U3-Betreuung gerecht zu werden und natürlich auch immer auch ein Bildungsangebot für Kinder vorzunehmen, schon im Vorschulalter, dem würden wir nicht gerecht werden, wenn wir eben nicht auch dieses umfassende Angebot der Tagesmütter haben. Ich finde, sie brauchen auch noch mehr Anerkennung, auch in der öffentlichen Wahrnehmung mindestens. Wenn Sie sich jetzt einmal in die Situation eines Schülers versetzen oder selbst nochmal zurückdenken als Schüler, wie würden Sie sich so einen Tag im offenen Ganztag vorstellen? Ganz bewusst aus Sicht eines 7- oder 8-Jährigen. Also ich glaube, dass es darauf ankommt, eine Mischung herzustellen zwischen einem pädagogischen Programm, aber auch einer vernünftigen Freizeitnutzung. Und wir haben ja festgestellt,
dass in den letzten Jahren sich die Verhältnisse total verändert haben. Ich glaube, wir beide waren sicherlich noch in einer Situation, war das nicht die richtige Frage? Oder? Doch, aber ist das der Ansatz eines Achtjährigen, dass man sagt, es ist eine Kombination aus Pädagogik und... Nein, ich wollte also nochmal... Insofern man muss, einfach nur... Ja, ja, okay, man muss aber trotzdem... Man muss, ja gut, was will ich als Kind? Ich will natürlich ein bisschen genau. Spaß haben, will ein bisschen Freude haben an dem Programm. Ich finde, als Achtjähriger... hat man auch Interesse daran, auch mal Abenteuerräume zu erschließen. Und ich weiß das ja selber als Vater von 5 Kindern, was so 8-Jährige gerne machen. Passt dann dieser Raum für Abenteuer zu den derzeit bestehenden Raumstandards und zu den derzeit bestehenden Situationen vor Ort? Ich halte ihn für deutlich ausbauwürdig und ich würde den Fokus auch nicht nur lenken auf 8-Jährige. Wenn man mal überlegt, dass sich die Ganztagsbetreuungssituation ja völlig verändert hat. Vor 20 Jahren war das eigentlich mehr die Ausnahme. Heute kann man theoretisch vom frühesten Leben an bis zum 19. Lebensjahr eine Ganztagsbetreuung erfahren. Wenn ich mal so das Leben und die Freizeit von Jugendlichen mir anschaue, dann ist schon die Sehnsucht da, auch mal außerhalb Abenteuerräume zu erschließen. Und wir haben diese Räume ja auch. Und es müssen ja auch nicht nur räumliche Angebote in den Schulen sein. Thema Flüchtlinge. Kommt aber auch die Sorge auf, dass der Einsatz im Bereich der Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik, Betreuung zu Einschnitten eben in anderen sozialen Bereichen führt. Sehen Sie dieses Problem? Gibt es diese Gefahr real? Also man muss unterscheiden zwischen einer realen Gefahr und einer gefühlten Bedrohung. Was in Münster wir in besonderer Weise haben, ist ein unglaublich hohes Maß an Willkommenskultur, an Bereitschaft zur Unterstützung und auch an einem hohen Maß an Ehrenamtlichkeit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Wahrnehmung, dass Zahlen genannt werden von Flüchtlingen, die in Notunterkünften untergebracht werden, dann ist es mal in der einen Woche 300, dann sind es 700, dann sind es wieder 1000. Also wir fahren immer nur auf Sicht und es fehlt zunächst erstmal eine Gesamtstrategie. Da ist auch die dringende Forderung an Land und Bund, auch für diese Gesamtstrategie zu sorgen, damit man mehr damit auch sicherer umgehen kann. Und der entscheidende Auftrag, damit das auch gelingt, auch die Integration gelingt, besteht darin, den Kindern umfassende Bildungsangebote zu geben. Zum Abschluss des Gespräches, haben Sie für sich noch so einen persönlichen Bereich in der Familienpolitik, wo Sie sagen, Mensch, das ist der Punkt, der liegt mir richtig am Herzen aufgrund eigener Erfahrung oder weil es vielleicht ganz was Neues ist in Münster, was Münster noch gar nicht kennt? Also Gott sei Dank sind wir in Münster, was die Familienpolitik angeht, in vielen Bereichen so gut aufgestellt in der Strategie, dass wir oft auch Vorreiter sind für andere Städte. Aber für mich eigentlich der wichtigste Punkt, der mir am Herzen liegt und den ich auch selber mit initiiert habe, das war das große Programm Starke Kinder, das Präventionsprogramm. Ich halte das für eine der entscheidenden Herausforderungen, die wir haben, weil ich habe manchmal die Sorge, in der öffentlichen Diskussion konzentrieren wir uns zu sehr auf U3-Betreuung, Ü3-Betreuung, auf Ganztagsbetreuung. Wir sprechen aber zu wenig über die Zeit nach der Geburt eines Kindes. Minus 9 Monate. Also was können wir eigentlich tun als kommunale Gemeinschaft, dass wir die Mütter und Väter stärken, die sich vielleicht schwer tun im Umgang mit ihren Kindern, die etwas unsicher sind. Und da genau hinzugucken, wo können wir da passgenau Unterstützung geben, damit wirklich jedes Kind auch teilhaben kann. Dazu gehören natürlich auch solche Programme, kein Abschluss ohne Anschluss. Dazu gehören Landesprogramme, die später hinzukamen. Die große Präventionsarbeit und das große Präventionsnetzwerk, was wir auch in 2 Präventionskonferenzen initiiert haben, ist für mich die entscheidende und wichtigste Aufgabe, auch die ich selber initiiert habe, von der ich auch guter Dinge bin, dass in der Weiterentwicklung dieser Präventionsarbeit eine Menge dazu geleistet wird, dass wirklich kein Kind zurückbleibt und wir auch eine Chance haben, auch die Eltern daran zu stärken. Es gibt da so viele Beispiele, ob das zur Start ist, also diese Arbeit vom Anna-Krückmann-Haus und Haus der Familie oder die Familienhebamme, die eben nicht nur medizinisch arbeitet, sondern eben gerade auch mit zur Stärkung der Mütter und Väter beiträgt, die mehrere Sprachen sprechen und auch die Betreuung aus dem Gesundheitsamt. Also diese Vielzahl an Networkern, die zusammenzubringen im Sinne des Kindes, aus dem Kind heraus betrachten, das war mein Herzensanliegen und ist es auch. Frau Kleinschmeink, die Gleichwertigkeit von Kinderbetreuung in der Tagespflege sowie in den Kindergärten ist laut Kinderbildungsgesetz vorgesehen. Sehen Sie diese Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Bereiche, eben die Betreuung durch Erzieherinnen in den Kindergärten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Betreuung durch Tagesmütter oder Tagesväter, also Tagespflegepersonen?
Also ich sehe sie nicht ganz grundsätzlich gegeben, sondern da haben wir durchaus noch Defizite, sowohl in den Großtagespflegestellen als aber auch in den kleinen. Das eine geht um die Entgelte für die Tageseltern und das andere vor allen Dingen auch darum, mit dem Kiebitz, aber auch mit der Inklusion beispielsweise, mit der Förderung von Kindern mit Handicaps, mit Einschränkungen, ist einfach der Bildungsauftrag auch an die Tagespflege ja gestiegen und dem müsste man auch entsprechend gerecht werden. Können Sie da konkreter von den Inhalten, Sie sprachen mit verschiedenen Inhalten, da einige Inhalte für die Zuschauer erläutern oder kurz erwähnen? Wenn Kinder mit Entwicklungsverzögerung beispielsweise in einer Tagespflege sind, dann haben die natürlich einen anderen Betreuungs- und Förderbedarf, wo sich auch die Tagespflegeeltern darauf einstellen müssen, Fortbildungen brauchen, auch in Anspruch genommen haben, aber dann leider nicht dafür auch entgolten werden, dass sie eine anspruchsvollere Aufgabe übernehmen als vorher. Und ich glaube, gerade weil wir in Münster gerade der Tagespflege ja einen sehr relativ großen Anteil aus der unter dreijährigen Betreuung zugesprochen haben, müssen wir den Förderauftrag auch ernst nehmen und da sowohl in die Fortbildung, aber auch in die Entgelte investieren. Wir haben jetzt den Streik, Kita-Streik genannt. In den Medien wird auch in der Regel von Kita-Streik gesprochen. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Auch Betreuer aus anderen sozialen Berufen sind davon betroffen und sind im Streik. Unter anderem auch Erzieher im Bereich des offenen Ganztags. Wie würden Sie sich so einen offenen Ganztag als Schüler vorstellen? Ganz grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass Schule und offener Ganztag stark miteinander verbunden wären, insofern als dass eine ganz andere Rhythmisierung auch beim Lernen möglich wäre, weil es im Grunde ja die Idee eines Ganztages ist, dass man nicht die komplette Wissensvermittlung auf bestimmte Stunden konzentriert und den Rest spielen, sondern dass man tatsächlich eine gute Strukturierung bekommt, sodass Bewegungseinheiten, Spieleinheiten und gleichzeitig Wissensvermittlung, Kenntniserwerb gut miteinander verbunden wären. Zum Thema Inklusion. Inklusion in Schulen und anderen Tageseinrichtungen. Ich frage mal ganz pauschal, Inklusion um jeden Preis? Ich glaube, die Inklusion ist ein Auftrag, den wir sehr ernst nehmen müssen, der sehr, sehr lange vernachlässigt worden ist, aber der auch Zeit braucht. Der braucht Zeit, umzudenken, insgesamt alle Angebote so zu denken, dass Menschen mit Behinderung, Menschen mit Handicaps die Chance haben, teilzuhaben. Das ist etwas, was für alle ein wertvoller Beitrag ist, der aber nicht so ohne weiteres in allen Systemen schon einfach so von jetzt auf gleich umsetzbar ist, weil der sehr viel Umdenken erfordert, neue Strukturen erfordert, aber auch räumliche Bedingungen, die zum Beispiel Rückzugsräume an den Schulen möglich machen, kleinere Klassengrößen notwendig machen, kleine Gruppenbildung in den Kitas zum Teil notwendig machen. Und diese Dinge sind erst über einen längeren Zeitraum wirklich optimal zu gestalten. Dafür brauchen wir Zeit. Und wir brauchen den Willen, das auch wirklich zu tun. Und in dem Sinne geht es nicht um jeden Preis, sondern es geht eigentlich um eine Frage, wie viel Zeit haben wir für diesen Umgestaltungsprozess und ist der gut abgefedert. Deshalb halte ich es auch dafür für sehr, sehr wichtig, dass wir ergänzend zu dem beispielsweise im Schulsystem, was über die Landesebene zur Verfügung gestellt wird, ergänzende Kräfte zu haben, einfach damit man die notwendige Assistenz auch wirklich gewährleisten kann, die da zu bringen ist. Abschließend die Frage, haben Sie einen Bereich in der Familienpolitik ein Anliegen, wo Sie ganz persönlich sagen, so, das ist mir eine Herzensangelegenheit, da würde ich gerne ansetzen, da würde ich gerne was machen, da würde ich vielleicht gerne etwas Neues einbringen, was Münster so bisher noch nicht hatte. Haben Sie da irgendwie ein Steckenpferd? Also mir wäre wichtig bei den gerade bei der Wohnungspolitik beispielsweise, dass wir feste Quoten für
besondere Wohnformen festlegen, wenn sich zum Beispiel Familien zusammentun, um gemeinsam Wohnformen entweder genossenschaftlich voranzubringen, dann würde ich das sehr, sehr gerne unterstützen. Ich würde es befürworten, dass wir da bei der Vergabe sogar feste Quoten für haben, auch für Wohnprojekte alt und jung. Auch das ist etwas, wo wir darauf achten müssen, dass wir lebendige Stadtteile behalten. Und da fände ich es ganz, ganz wichtig, dass wir so etwas wie Quartiersmanager haben, die sich eben ein Stückchen um die Belange in den Quartieren kümmern. Wir haben oft nur die Innenstadtareale im Blick, aber gerade auch in den Außenstadtteilen haben wir zunehmend älter werdende Bevölkerung. Und da müssen wir schauen, dass wir einen guten Mix von Alt und Jung erhalten. Und dazu braucht es einfach Kümmerer, die schauen, wie können wir gut zusammenleben und was kann man dafür tun. Parteiübergreifend kann man in Münster sagen, dass die Willkommenskultur, die die Münsteraner haben, die durch die Politik durchaus auch erarbeitet wurde, gut ist. Und da sind sich die Parteien insgesamt einig. Dennoch gibt es Sorgen, dass möglicherweise über den Einsatz und über die Kosten, die einfach auch diese Dinge kosten, die Unterbringung der Flüchtlinge und die Versorgung, dass diese zulasten geht von anderen sozialen Bereichen. Sehen Sie diese Gefahr? Also die Gefahr sehe ich zunächst mal in Münster nicht. Das ist in dieser Stadt eine ganz fantastische Haltung aller. Wir haben eine fantastische Haltung von extrem vielen Ehrenamtlichen. Wir haben aber auch eine ganz besonders hohe, niveauvolle Haltung von ganz vielen Eltern. Denn viele Eltern haben zunächst auch Ängste gehabt, die berechtigt sind. Also nicht, dass die Ängste real sind, aber es ist berechtigt, Ängste zu haben für das eigene Kind. Sie hatten Bedenken, ob die eigenen Kinder mit gemischten Klassen gut lernen können, ob die Lernziele erreicht werden. Und diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, die wissen im Großen und Ganzen, dass das sozusagen nicht nur ein Problem sein könnte, sondern sie wissen, dass es eine Bereicherung geworden ist. Und das zeigt sich dann auch in der Interaktion zwischen verschiedenen Eltern, sodass wir eigentlich im Moment sehr gutes Klima in der Stadt haben. Und die Frage der Kosten, das ist natürlich eine Situation, die ist für Kommunen ärgerlich. Das will ich durchaus sagen. Wir machen ganz aktuell sehr viel Druck beim Bund auf, weil der Bund die Rahmenbedingungen schafft. Vom Bereich der Integration von Flüchtlingen, Flüchtlingskindern in den Schulalltag, in den Kindergartenalltag oder in die Tagespflege zur Inklusion. Ich möchte hier ganz pauschal fragen, Inklusion zum Thema Inklusion, Inklusion um jeden Preis. Das ist sehr schwierig. Ich meine, dass man das pauschal nicht beantworten kann. Wir als Verwaltung haben ja bei dem Thema Inklusion die Voraussetzungen zu schaffen. Das heißt, wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Räume vorhanden sind. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass natürlich auch der Integrationshelfer, die Integrationshelferin da ist. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, dass Lernfelder ermöglicht sind. Das ist vollkommen richtig. Dennoch ist nicht für jedes Kind nach meinem Verständnis Inklusion in einer laufenden Klasse richtig. Ich bin der Auffassung, dass es neben der Inklusion oder ich sage jetzt mal auch Integration in einer laufenden Klasse auch die Möglichkeit geben muss, dass es eine Förderschule gibt, in der die ganz spezielle Förderung für das Kind stattfinden kann, wenn sie eben dort besser gewährleistet werden kann als eben in einem Klassenverbund. Entscheiden kann ich nur, dass beide Ebenen vorhanden sein müssen, damit Eltern und Kinder die richtige Entscheidung möglichst auch mit einer guten Beratung für die Kinder herbeiführen. Insofern meine ich nicht um jeden Preis, wenn es um die Frage der Integration in einen Klassenverbund geht. Die von uns nun genannten Aspekte betreffen insgesamt ja die Qualität des Lebens in Münster auf jeden Fall. Können Sie noch weitere Aspekte nennen, die für Sie familienfreundliches Wohnen und Leben in Münster ausmachen? Oh ja, da kann ich eine ganze Menge nennen. Wenn man aber jetzt erstmal zum Thema familienfreundlichem Wohnen kommt, dann ist vielleicht als allererstes die Frage, ob ich überhaupt die Wohnung bekomme, die ich für meine Familie benötige. Benötige ist vielleicht
ein schwaches Wort, ich würde vielleicht auch sagen Wünsche. Und da geht es natürlich zuallererst mal um die Frage der Lage der Wohnung, wo ist sie? Es geht um die Frage des Preises, kann ich sie finanzieren? Es geht aber auch um die Frage von Wohnungszuschnitten, das heißt, ist sie überhaupt familien- oder kinderfreundlich oder nicht? All diese Dinge, das sind sozusagen die allerersten Grundlagen, die mir da so einfallen. Wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt, wir haben Verdrängungen im Wohnungsmarkt. Und wir haben viele Menschen, die im Moment die entsprechende Wohnungsgröße noch nicht mal bekommen für ihre Familie mit den Kindern. Neben den genannten Themen haben Sie ein besonderes Anliegen, ein persönliches Anliegen in einem der Bereiche der Familienpolitik, wo Sie sagen, da möchte ich ansetzen, wenn ich Oberbürgermeister bin. Und das ist was, was mir ein Dorn im Auge ist. Das ist etwas, wo ich Münster voranbringen kann, wo ich was Neues in Münster bringen kann. Gibt es da irgendetwas? Ja, natürlich gibt es da etwas. Es kommt ja ein bisschen so aus meiner Berufsbiografie heraus. Ich bin Jugendamtsleiter gewesen, ich bin auch Bürgermeisteramtsleiter gewesen und habe mich in den besonderen sozialen Diensten beruflich ja auch befunden. Später war ich ja dann hier Dezernent in dieser Stadt, sodass aus diesem Blickwinkel heraus relativ viele Dinge mir bekannt sind, die man verbessern könnte. Und die Zukunftsfähigkeit der Stadt ist letztlich die Familienpolitik, die ich meine. Das bedeutet, ich möchte für die Menschen in dieser Stadt, und zwar für alle, auch für die, die hinzukommen, zunächst mal genug Wohnraum haben und genug Kindertagesstätten und genug soziale Bereiche entwickeln, entsprechend der Menge der Menschen, die hier zu uns kommen. Das bedeutet aber ganz konsequent auch, dass ich für diese Menschen auch Arbeitsplätze benötige, eben nicht nur die soziale Infrastruktur, sondern auch die Infrastruktur der Arbeitsplätze. Und daraus resultiert, das ist dann etwas eigenartig, wenn man bei Familienpolitik über so ein Thema spricht, aber resultiert auch die neue Technologie, die wir brauchen in dieser Stadt, damit diese Arbeitsplätze eben sicher sind und dass eben Mütter und Väter in der Zukunft auch ihre Familien gut ernähren können. Das heißt, für mich ist gute Familienpolitik auch eine gute allgemeine Fürsorge für alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Und da mache ich auch keinen Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Menschen, der in dem Moment vielleicht keine Arbeit hat. Gern hätten wir Ihnen an dieser Stelle auch Harry Seemann vorgestellt. Harry Seemann ist parteiloser Oberbürgermeisterkandidat, der leider für einen Interviewtermin nicht zur Verfügung stand. Aus diesem Grunde können wir Ihnen an dieser Stelle nur sein Wahlplakat einblenden. Auch auf die Beantwortung unserer schriftlichen Fragen haben wir bislang noch keine Antwort bekommen, sodass wir an dieser Stelle mit seinem Wahlplakat Vorlieb nehmen müssen. Ich bitte also entsprechend um Beachtung und auch um Lesen des Kleingedruckten.